Ja. Es war auch eben irgendeine spannende Frage, die ich eigentlich mir gemerkt hatte und dann scheinbar doch nicht gemerkt habe. Julian, darf ich ja einmal gucken, ob ich sie hier schnell auf die Schnelle finde. Oh, ich würde auch noch ein Schlückchen nehmen. Das ist aber gut, ne? Ja, oder? Ja. Ja? Da merkt man gar nicht. Ah, genau. Hast du viel Erfahrung am Grill? Das reicht schon. Relativ. Also ich sag mal, ich würde mich jetzt auf jeden Fall nicht als Profi bezeichnen. Es ist aber so, wir grillen im Restaurant auch. Mhm. Wir haben hier so ein Conro-Schamott-Mini-Grill, sage ich jetzt mal, den man halt auch in der Küche benutzen kann. Mhm. Aber es ist natürlich eher ein Aromageber. Ja. Ja, dass man so diesen Brand hat, dass man mal so diesen Rauch hat, dass man mal verbranntes Fett so am Fleisch, an der Ente oder... Krass, dass du aber auch bewusst mit diesem Aroma dann arbeitest, finde ich schon spektakulär. So, und das ist halt schon, aber ich sage jetzt mal, wenn mir jetzt einer sagt, hier mach mal einen Pulled Pork auf dem Grill, puh, da muss ich schon Google anschmeißen halt auch mal. Ne? Klar wird es halt wahrscheinlich irgendwann essbar sein, so, aber ob das dann halt top ist, dann das überlässt schon Profis. Ne? Mhm. Aber ich finde das super spannend, weil du gehst ja wahrscheinlich auch ganz anders in die Ideenfindung rein. Ne? Also wenn du jetzt, du würdest jetzt eine Bratwurst als Grundprodukt haben, dann wäre es ja eigentlich ganz einfach, sie zuzubereiten, aber du würdest sie ja wahrscheinlich eher in Bestandteile zerlegen und überlegen, wie kann ich sie anders interpretieren vielleicht. Das stimmt, ja. Ich wüsste jetzt nicht, was ich direkt mit Bratwurst machen sollte. Ja, okay, das ist dann sozusagen die Challenge. Ja, ich verstehe. Nein, aber es ist schon so, dass wir schon schauen, in welche Richtung man geht. Natürlich ist es, man würde jetzt bei uns keine Bratwurst servieren, so, obwohl Bratwurst top ist, ne? Muss man halt auch wirklich sagen. Aber wir schauen halt, du arbeitest halt auch viel mit Geschmäckern, die du halt kennst. Mhm. Ja, also du versuchst halt schon Geschmäcker zu interpretieren, die man vielleicht bewusst arbeitet. Und natürlich Schwein oder Kalb oder Geflügel ist natürlich immer in so eine Richtung zu würzen. Das hat man einfach im Blut. Weißt du, man hat ja dann schon diesen... diesen Geschmack im Hinterkopf, wo man halt hin will. Und dann kann man natürlich mit den gewissen Produkten arbeiten. Spannend ist es halt irgendwie, Gemüse oder Obst oder so in Produkte zu bekommen, die halt einen fleischähnlichen Geschmack erzeugen und diese Befriedigung zu erzeugen. Ja, das geht natürlich klar mit Pilzen oder mit Dürren. Oder wenn du jetzt im Ganzen... Mit Dürren... Mit Dürren, also im Dürrautomat. Ah, okay, mit Dürren, ja, okay. Ostdeutscher Akzent. Nein, Ostdeutscher Akzent. Dürren, aber das ist ja eine Stadt, ja. Das ist halt schon, wenn man jetzt eine rote Beete auf den Grill legt, die von außen komplett schwärzt und dann das Fleisch rausnimmt und das dann nochmal nachtrocknet in dünnen Scheiben, hat das schon so ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Schinken. Ja, man hat ja trotzdem diese Raucharomatik, man hat dieses Salz, man hat so ein bisschen diese Zähigkeit und das unterbewusst bringt das dann schon mit sich. Ne? Krass, ja. Ich bin gespannt, was wir heute zaubern werden oder was du zaubern wirst, aber was ich euch sagen kann, mal für euch so als Hintergrund, ich war im Jante Essen, ist schon etwas her jetzt mittlerweile, danach war ich so begeistert, dass dieser Kontakt überhaupt erstmal entstanden ist, aber ich war als Gast da und habe dort eine Ente gegessen, die du vorher noch über lange Zeit auch gereift hast und so. Mhm. Ne? Und wo das, ich bin ein großer Freund davon, wenn man sozusagen in etwas reinbeißt und verschiedene Geschmacksexplosionen sich ergeben und du auch alleine durch das Gefühl, das Mundgefühl schon was vermittelt bekommst. Und ich werde das nicht vergessen, weil das so krass war. Ihr müsst euch vorstellen, im Sterne-Restaurant ist meistens so, es sind sehr, sehr kleine Portionen, man probiert viel, man darf, glaube ich, auch nicht mit der Erwartung hin, dass man wirklich satt wird. Beziehungsweise man wird schon satt über die Zeit. Doch, wird man schon. Ich denke auch, das ist eine Relationsgeschichte. Ja. Natürlich hast du nicht diesen Sättigkeitsgrad, wie als würdest du dir jetzt irgendwie ein halbes Kilo Burger reinfahren. Ja, oder ein Grillteller, der griechische Grillteller. So, und das Fett dich halt komplett im Magen abdeckelt, sodass du fast schon die Sodbrenntablette mit reinschmeißen musst. Ja. Aber ich denke schon, wenn du dann fertig bist, ja, das setzen lässt, dass es eine viel, viel längere Deckelung der Befriedigung und alles ist. Ja. Mhm. Es ist natürlich, man muss immer, jeder hat natürlich einen anderen Füllegrad. Sage ich jetzt mal. Aber es geht ja nicht darum, rauszugehen und am liebsten gleich erstmal irgendwie einen Kräuterschnaps, damit das überhaupt wieder platt ist. Hm. Ja? Nee, im Gegenteil. Also ich war. Man sollte ja noch anständig schlafen davon. Ja, genau. Und ich war ja auch, glaube ich, bestimmt 4 Stunden vor Ort und ich kann sagen, es war eine absolute Erfahrung.
Falls ihr in Hannover seid, müsst ihr euch das echt mal geben. Ich weiß nicht, wie lange man aktuell wartet auf dem Platz, aber ein bisschen ausgebucht seid auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich durch die wirtschaftliche Lage etwas frischer geworden. Aber wir sind immer noch sehr, sehr gut gebucht. Natürlich ist es mit den üblichen Krankheiten, die so im Umlauf sind, switcht sich das dann schon besser. Mhm. Dieses Jahr wird es knapp, weil wir bald in den Urlaub gehen. Aber wohl verdient. Nächstes Jahr. Feuerfrei auf jeden Fall. Ja, geil. Also wenn wir da mal in der Nähe seid, müsst ihr euch mal geben. Also ich habe da wochenlang drüber nachgedacht. Ich fand es echt richtig geil. Ich habe auch eine Frage aus der Community noch. Und zwar wird gefragt, was denn Jante heißt. Hat das eine Bedeutung? Ja, es ist natürlich, man braucht ja, wenn man irgendwann mal ein Restaurant eröffnet, einen Namen. Ja, macht schon Sinn. Ja, nicht schlecht. Zum Hohlfeld. Genau, ja, das will ja natürlich keiner machen. Zum alten Hohlfeld. Genau, zum alten Hohlfeld. Ja, gegen Löffel. Das wäre gut gewesen. Und dann ist es so, dass du dir überlegst, okay, was der Name soll natürlich irgendwas ausdrücken und die 500. Trattoria irgendwas aufmachen wird, passt halt irgendwie. Pizzeria bei Mario. Oder zum Wilden Hirsch oder so. Ja, ja. Das ist dann, und dann habe ich irgendwann mal einen Beitrag gesehen von Anthony Bourdain. Und der war in Kopenhagen und war da bei René Redzepi. Und haben sich halt unterhalten und ich habe mich so im Halbdelirium auf den Sonntag reingefahren da. Und der hat dann irgendwann erzählt, dass die Dänen so nach so einem Gesetz so ein bisschen unterbewusst leben, also manche von denen, nach dem Jante-Gesetz von Jante loben. Und dann ging das so ein bisschen um so ein bisschen Betrachtungsweisen von gewissen Situationen, Menschen oder wie man sich selbst betrachtet. Und dann habe ich mir das durchgelesen und es geht so ein bisschen natürlich um so eine Art von Gleichheit und dass man sich nicht über jemanden stellen sollte, aber nicht unter jemanden stellen sollte und das immer mit so einem gewissen Aspekt von Humor. Man muss halt auch bedenken, dass der Dichter und Denker halt ein völliger Sufi war, Alkoholiker, wahrscheinlich Opium oder keine Ahnung was. Mhm. Und dann googelst du halt mal Jante-Restaurant und es gibt es halt nicht und denkst du, scheiße, okay, Google geht auf jeden Fall schnell, musst du nicht viel bezahlen, dass du oben stehst und dann ist halt so das Jante geboren. Ne? Mhm. Das ist prägnant und es ist ganz gut einprägend und es passt halt zu dem, was wir machen wollen. Wir wollen halt, ich habe jetzt erst einen guten Beitrag gehört von einem älteren Gastronomen aus Österreich und der sagt halt, es heißt halt auch Wirtshaus und nicht Gästehaus. Also ist der Wirt halt auch inbegriffen. Und darum geht es halt auch bei uns, dass du halt Gast bei uns bist. Und das ist wie wenn du bei Freunden bist. Ist es halt schon nett, wenn das dann halt auf einem ebenbürtigen Niveau ist und nicht als Dienstleister betrachtet wird. Und das versuchen wir halt bei uns mit den Mitarbeitern und mit den Gästen darzustellen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Also es geht ja wirklich darum, dass wir halt auch viel von uns präsentieren, wenn wir kochen, wenn wir Wein machen. Und das ist halt das, ob es einem gefällt oder nicht, ist ja dann immer was anderes. Aber das geht so ein bisschen um die Wertschätzung an sich. Und das bringt so dieser ganze Name mit sich. Ich rede jetzt seit drei Minuten, also hat es funktioniert. Ja, aber Julian, ich möchte meinen Lieblingskommentar vorlesen von Schung. Da steckt schon im Namen mehr Hirnschmalz als in Julians gesamter Schulzeit. Aber den letzten fand ich auch gut, wo ihr online wart, wo er gesagt hat, was hat er, 2 Sterne auf Google oder 2 Sterne auf Michelin? Es ist sehr nah beieinander. Warte mal, für Schung hätte ich noch einen da. Warte mal, ich hol den mal aus meinem Ärmel. Sag mal, können wir, können wir den kurz aus dem Ärmel holen für Schung? Achso, ja. Ach so, ja. Oh, was hast du da denn? Das ist schon wichtig, weil für Schung ist schon ganz wichtig, dass er den einmal gesehen hat. Weißt du, was ich ja geil finden würde, wenn wir dir mal ein paar Gewürze zuschicken können? Mhm. Und du vielleicht auch. Könnten sie noch rumbringen vielleicht. Oder rumbringen. Noch besser. Ja, Mensch. Ja, ja. Ich bin mal neutral. Na gut, unser Lager ist in Bayern. Also aber wenn wir für uns. Aber ja, wenn, ja, ja, ne? Stimmt. Wir bringen es dir vorbei. Nein, du musst. Kann Julian auf dem nächsten Espresso Martini mitbringen. An alle möglichen Leute Gewürze rausschicken, ist das so in meinem Wording schon so drin. Ja, schon nebenbei, wir sind demnächst auch da und. Ja, ja, das ja, heißt, wir können es auch mal mitbringen. Wir schicken dir was. Wir schicken dir was. Okay. Nee, mich würde interessieren, nämlich, was du da so drauf vorfahren kannst, tatsächlich. Schicken wir zu, ist klar. Ach, herrlicher Gag. Gut. Geil. Ja, wollen wir. Was soll ich jetzt machen eigentlich? Pass auf. ich mache noch mal einen kurzen Aufruf, Leute. Der Spendenstand ist seit einigen Minuten eingefroren. Ja, weil ihr dürft alle zugehört und solltet natürlich fleißig weiter spenden. Denn wir wollen hier auf jeden Fall die Fünfstelligkeit wieder erreichen. Hundertprozentig. Toni holt jetzt noch mal sein geheimes Kistchen. Hast du dich gemutet, Toni? Nee, er holt auch nur seine Kiste. Ach so. Die steht da schon. Aber ist beim Kacken erwischen, ne?
Okay. Warte mal, ich mach dir mal hier noch ein bisschen Platz. Ach, alles gut, ich stell's hier hinten hin. Das ist so meine Ich-sauf-nicht-ab-Kiste. Ja, okay, perfekt. Okay. Es wird gleich Votings geben. Genau.